Moin Moin, meine Damen und Herren. Sie gehen doch sicherlich auch gerne mit Freunden und Familie essen. Und genau wie ich sind Sie doch sicherlich daran interessiert, dass nicht nur die Qualität auf dem Teller stimmt, sondern dass auch Hygiene in der Küche und vielleicht auch im Service wichtig ist. Wir wollen Transparenz schaffen. Wir wissen, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher sich für die Lebensmittelkontrollberichte in Restaurants, aber auch in Bäckereien und Lebensmittelgeschäften interessieren. Und aus diesem Grund haben wir uns auf den Weg gemacht und haben unser sogenanntes Podkicker-Gesetz auf den Weg gebracht. Das befindet sich jetzt in der parlamentarischen Beratung und wir wollen dafür sorgen, dass mehr Sauberkeit und Hygiene insbesondere in Restaurants stattfindet. Was wollen wir genau machen? Wir wollen, dass der Lebensmittelunternehmer, der Gastwirt, verpflichtet wird, dem Gast auf sein Verlangen den letzten Lebensmittelkontrollbericht vorlegt. Das ist daran geknüpft, dass sich beide zusammen hinsetzen und diesen Bericht einsehen, dass der Gast diesen Bericht einsehen kann. Wir sind der Meinung, dass eine Vervielfältigung nicht sein darf. Dafür haben wir gute Gründe. Wir dürfen nämlich diese Berichte nicht ins Netz stellen. Das hat uns das Bundesverfassungsgericht so auferlegt. Und deshalb knüpfen wir an die beiderseitige Anwesenheit an und hoffen, dass Gast und Gastwirt auch in ein Gespräch kommen. Selbstverständlich kann der Gastwirt den Bericht auch aushängen, wenn er das möchte. Verpflichtet wird er dazu allerdings nicht. Wir wollen auch kein Bewertungssystem vorwegnehmen. Wir wollen nicht, dass eine Behörde etwas einstuft und sagt, das ist eine rote Ampel, eine grüne oder eine gelbe. Genau das wollen wir nicht. Wir wollen dem Verbraucher, der Verbraucherin die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, aufgrund des Berichtes, des Lebensmittelkontrollberichtes, ob sie oder er das Restaurant aufsucht. Wir sind am Beginn des parlamentarischen Verfahrens, würden uns sehr freuen, wenn Sie sich in die Debatte einmischen und uns vielleicht auch Ihre Rückmeldung schicken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.